Tag Nummer 10 auf dem Karaman-Salon. Und wenn ihr euch jetzt wundert, Tag Nummer 10, ja, wir waren auch Donnerstag schon da und hier ist einer der größten Weinsbergpartner Deutschlands. Ja, Stefan Buhr, ich grüße dich ganz herzlich. Ja, Wohnwagenvogt in Saarbrücken. Du stehst gerade davor. Own Personal Style bei Weinsberg. Es ist einiges modifiziert. Es sieht so aus, als könnte man das jetzt direkt von Weinsberg bekommen. Ja, das stimmt, Sven. Guten Morgen auch nochmal. Guten Morgen. Das ist die Own-Line. Sieht sensationell aus, das Fahrzeug. Und schauen wir das einfach mal an, was hier in der Own-Line noch mit dabei ist. Der Kühlergrill, die Schürze, die Felgen. Es ist einfach eine personalisierte Design, was aber von Weinsberg aus schon mitgeliefert werden kann. Ja, du bist jetzt das erste Mal hier. Du hast gut verkauft hier auf der Messe, muss man sagen. Die neuen Weinsberg-Modelle sind wirklich toll eingeschlagen. Man sieht hier Mercedes-Benz auf Weinsberg. Hätte man das erwartet noch vor 3-4 Jahren? Nein, vor 3-4 Jahren hätte ich das nicht erwartet. Aber es ist durchgeschlagen. Spitzenmäßig. So, ich zeig's mal gerade. Das ist die Front mit dem Kühlergrill, den man ja kennt aus der Tuner-Szene, muss man dazu sagen. Und wenn du mal gerade hier nach links gehst, schwenke ich mal, naja, zu dem Modell. Das ist der gleiche Sprinter, aber halt nicht so schön gemacht. Den Kühlergrill kann man natürlich auch einzeln kaufen, TÜV'en lassen, eintragen lassen. Aber die Arbeit, die muss man sich gar nicht machen. Das gibt's dann auch in diesem Design hier. Was stand denn da im Preisschild drin? Im Preisschild der Grundpreis des Fahrzeugs 77.999 Euro und das ist dann eine Ausstattung, dass man das als Schaltgetriebe hat mit 150 PS und der Wagen, wie er hier steht, der ist etwa mit 20.000 Euro Sonderausstattung belegt. Das heißt, die Online-Paket ist dabei, Automatik, Distronic, viele Chassis-Ausstattungen und dann steht er hier so fahrbereit mit Antenne, mit Navigation, mit Markise, ist alles drin, was man braucht. Weinsberg bedeutet viel Wohnmobil fürs Geld. Das ist also, ich glaube, das, was Weinsberg macht, der wird in Deutschland gebaut? Der wird in Ungarn produziert, der Wagen. Easy Travel Box, hier steht's drauf. Das heißt was? Das ist einfach ein leichter Zugang, wo man eben an alles rankommt, was man eben zur Bedienung des Fahrzeugs braucht. Ja, zum Beispiel Tankreinigung. Genau, Tankreinigung kommen wir super bei. Entleerung, Strom wird durchgeführt hier unter dem Fahrzeug. Das ist ja fast kleiner Klasse. Ja, du sagst es, ja. Hier vorne Truma, Heizung, man kann ja jetzt am Kamin nicht mehr erkennen, was drin ist. Ist wahrscheinlich Gas. Ist eine Gasheizung, richtig. Aber der neue, ich sag mal, die neue Truma-Heizung Diesel mit Höhenkit hat jetzt mittlerweile den gleichen Kamin, dass man das sieht. Dann eine Kassettentoilette mit drin, die leicht Metallfelgen, Original Mercedes-Benz. Das steht dem Auto sehr, sehr gut. Und jetzt schauen wir mal von hinten. Naja, also ich sag mal, von hinten hast du das klassische Design, das ja gar nicht so schlecht ist. Ja. Da hätte man ein bisschen was machen können, aber ich muss sagen, das Gesamtbild ist wirklich der Hammer, oder? Ja, ich hätte da noch ein paar Ideen, wie er es mit Aufklebern machen könnte, aber du hast recht, ja. Ja. Dach GFK, Heck GFK? Ja, Dach ist GFK, das ist richtig, jawohl. Ich guck mal, die Seitenwand, das sieht aus wie Alublech, aber das Dach ist GFK, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, genau, ja. Ein, zwei Takte zu Weinsberg. Ihr seid seit einem Jahr Weinsberg-Partner. Nein, wir sind schon viele Jahre Weinsberg-Partner. Ja, Weinsberg ist eine tolle Marke, hat uns in den letzten Jahren sehr viel Spaß gemacht und jetzt mit den Mercedes-Modellen macht uns noch viel mehr Spaß. Ja, das Geile ist ja, dass du wahrscheinlich damit nicht auf ein Pepper-Treffen kommen darfst, ja, weil die sind ja bisher alle auf Fiat. Aber ich glaube, das wird eine eigene Generation werden. Die Leute haben wirklich drauf gefiebert. Gibt es den noch auf Fiat jetzt, den Pepper? Ja, generell gibt es ihn schon, aber ob er lieferbar ist, das ist die zweite Frage. Ich denke, du hast ja viele Videos gemacht in den letzten Tagen und darauf hingewiesen, wie die aktuelle Liefersituation ist bei Fiat. Mit Glück ist mal einer noch dabei, was sind Einzelstücke, die noch lieferbar sind. Amazon hat 4.000 Fahrzeuge geordert, oder 5.000 sogar. Und die werden natürlich dann auch beliefert. Wenn du mal gerade die Garage bitte mal schließt, sollen wir mal sehen, wie das Schlosssystem angeordnet ist. Also ein zentraler Verschluss hier drin. Genau, das ist eine Doppelverriegelung dann. Zwei Gasflaschen, 11 Kilogramm. Auch da hätte man sich natürlich einen etwas einfacheren Zugang wählen können. Aber da, ich sag mal so, dafür, ohne Witz, Preis-Leistung ist der absolut ungeschlagene Hammer, oder? Ja, das musst du einfach das Gesamtpaket sehen, ja. Du kannst natürlich hier noch weiter investieren. Es ist alles möglich, dass man... Gastank. Gastank oder befüllbare Flaschen, alles möglich. So, wie hier steht, inklusive Sonderausstattung 97.947. 77.999 Euro kostet er. Er heißt Cara Compact Suite MB 640 MEG und Edition Pepper. Ja, das ist die Aufbautür. Auch hier hast du eine breite Aufbautür. Ja, richtig. Wir haben hier ein
7 Meter Fahrzeug, 6,99 Meter lang, 2,80 Meter hoch und in der 3,5 Tonnen Klasse. Je nachdem, wie viel Ausstattung man macht, man kann den Wagen natürlich auflasten auf 4 Tonnen, wenn man den Führerschein hat und mehr Zuladung möchte. Aber er ist auch als 3,5 Tonner fahrbar. Breite vom Fahrzeug? 2,30 Meter. 2,30 Meter, so. Oh, da hat jemand eine Monsterdose stehen lassen. Wer war das denn nur? Huppet ist Serie hier bei dem Modell? Bei dem Suite, genau, das ist die Bezeichnung. Also man sieht es von außen, dass er ja auch so einen Schwung oben hat. Und dort ist das Huppet mit versteckt in der Karosserie. Es sieht nicht so aus wie so ein großer, fetter Alkoven. Also es ist nicht ganz so... Ja, ich sage jetzt mal nichts, aber die meisten Leute, der Schwung hat natürlich den Vorteil, du hast durchgehende Stehhöhe innen drin. Ja, genau. Ich meine, wir reden hier von einem der meistverkauften Weinsberg und ich rede den jetzt so schlecht, man muss ja irgendwas Schlechtes noch sagen, ja, aber es gibt kaum was Schlechtes. Weinsberg Pepper, wirklich fast eine Seuche, also die Leute stürzen sich auf das Sondermodell. Ja, Pepper hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht und jetzt eben noch in dem Bereich einfach sensationell. Arbeitsplattenerweiterung, Rautenmuster mit drin, alles ganz edel. Fliegenschutz, bitte mal zeigen. Auch der. So, und wir gehen rein. Ausziehbarer Tisch, Edition Pepper, das kennst du ja. Alles ist ein bisschen anders hier drin. Längsbetten hast du hinten, die zeigen wir euch auch gleich mal. Fernseher ist mit eingebaut, das, ja, genau. Sat-Anlage haben wir gesehen. Sat-Anlage ist auch mit dabei. Gut, 100.000 Euro ist ja auch eine Ansage, muss man sagen, oder? Ja, das ist so, aber wir haben hier jetzt bei 100.000 Euro einen Mercedes mit einem Automatikgetriebe, mit allen Funktionen, mit allen Assistenten. Ist ja gut. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade auf dem Hof ein Kabel stehen von uns, ja, der hat ungefähr die gleichen Maße, ja. Ich glaube, der ist ein Ticken länger, aber das ist so ein bisschen breiter. Gut, minus 50 Grad, ist auch wieder was anderes, ja. Liegt jetzt bei 154.000 im Verkauf, aber hier... ich denke, das wird die Leute wirklich frohlocken, zumal ich auch glaube, dass der Wiederverkaufswert bei Mercedes noch mal einen Ticken besser sein wird. Oder? Ja, das muss man einfach so sagen. Ja. Du bist völlig richtig. So, kann mal schauen, zwei Lautsprecher sind mit drin, jede Menge Ablagen. Dann auch die Sitze hier vorne noch mal mit Hussen versehen. Lederhussen, die auch wirklich noch mal extra angefertigt worden sind. Sieht aber aus, als wäre es so ab Werk gewesen, also mit den Sitzen. Ich schieß mal gerade in den Innenraum rein. Und da ist er. Also das ist der gesamte Innenraum. Du hast eine Lithium-Batterie hier mit eingebaut. Es ist Sylvie Ready, was auch immer das heißen mag. Das sind die Gläser. Die Gläser. Und hier hast du das neue iNet X Ready. Du kriegst ja, glaube ich, nur noch dieses Display. Die alten werden jetzt, glaube ich, noch abverkauft. Ja. Da könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen. Man kann das gut bedienen, jetzt wo ich mich endlich mal an das CP Plus gewöhnt habe. Mir geht's genauso, ja. So, wir gucken mal rein. Kühlschrank an der richtigen Stelle. Der ist mannshoch. Ah, kann mal öffnen. Krass. Ich meine, wir sind jetzt am Tag Nummer 10 auf der Messe, also offiziell am Tag Nummer 9. Und die meisten Sachen funktionieren noch hier im Wohnwagen. Ja, ja. Das bei dir ist natürlich auch in der Ausstellung, da wird auch gerne mal was, ist da mal was weg ab und zu mal? Ja, das gibt es natürlich auch mal, ne, dass was versehentlich beschädigt wird. Aber es ist auch manchmal was, wo ein Teil eben auch mal leider Gottes fehlt. Du meinst, jemand hat es geklaut? Ja, wahrscheinlich. Oder ausgeliehen. Ne? So, hier unten, guck mal gerade rein, hier gibt es ein Staufach. Das lässt sich wahrscheinlich anheben. Guck mal gerade, Stefan. Das lässt sich nicht anheben. Das lässt sich nicht anheben, nee. Das ist jetzt fix. Das ist fix. Also das heißt, ein bisschen bücken ist angesagt. Ja. Zum Kühlschrank musst du dich hier unten hin auch bücken, wenn du was rausnimmst. Gut, okay. Durchgang geht, also von der Breite her, das ist in Ordnung. Das wollen wir mal zeigen. Ich gehe mal ganz nach hinten, dass wir das Raumgefühl ein bisschen sehen. Ich liebe diese Messelampen, die hier drin sind. Die hast du ja auch bei dir in der Ausstellung drin. Damit du auch ordentlich den Kopf anraumst. Aber zwei Längsbetten mit drin, 7 Meter. Hier vorne ein kleiner Vorhang mit dabei. Ablagefächer offen diesmal mit Rausfallschutz an der Seite. Da hinten ist die, ich glaube, die iNet-Box, die drin ist. So, dann mal kurz schauen, dass wir das mal sehen. Okay, so. Küche. Und gerade davor bist, so eine Designerküche unten zum Stehen, ansonsten Auszüge mit drin, sehr tief. Und ein Drei-Flammen-Kocher, so wie ich das mit meinem alten Auge erkennen kann. Drei-Flammen-Kocher mit Piezo-Zündung, Spülbecken mit drin, Wasserfiltersystem, Blue Water. Mensch, was haben die hier alles reingepackt? Und hast du einen Huppet-Schlüssel dabei? Ja. Nein, ich habe den jetzt nicht dabei. Den werden wir uns gleich mal klauen bei den Kollegen. Austricksen können, ob wir ihn so runterbekommen. Es ist manuell, das Huppet.
ist ein Manuell. Ey, krass. Ja, wir gehen erstmal ins Bad, bitte. Mach mal, dass wir das mal sehen. Deine Größe heute, wie groß bist du? Heute bin ich 1,85 Meter. 1,85 Meter, geh ruhig mal ins Bad rein. 1,85 Meter passt. Viele Deutsche sind 1,85 Meter. So, das war zu schnell. Zeig nochmal. Pardon. So, das heißt, du kannst es rüberschieben. Genau. Okay, jetzt hast du die Dusche frei. Ja. Du hast eine richtige Duschabtrennung. Ja. Bei mir geht es mit 1,85 Meter, 2 Meter. Muss so duschen, ne? Ja, Problem ist auch, das Wasser kommt jetzt nicht mehr von oben bei dir, sondern nur noch von der Seite. Das geht mir aber genauso. Du hast ja auch noch Schuhe an. Das kommt auch noch mit hinzu. Da ist noch, ich sag mal, so ein Teppich noch mit drin. Dann, wenn ich aufs Klo gehen will, schiebe ich einfach das Waschbecken rüber. Auch das ist ganz nett gelöst. Ja. Ist da noch was hinterm Schrank? Guck mal, Stefan. Oh ja, da ist noch ein großer Schrank dabei, eine Kassettentoilette. Und natürlich an der Stelle haben mich viele gebeten, ich soll doch mal den Klopapierabroller noch mal ganz lange zeigen. Ich zeig das mal gerade. Der ist an der Stelle. Herrlich, ja. Herrlich. So, Hubert, du hast es eben angedeutet, komm ruhig mal raus. Man muss schon hier mit zwei Leuten, also es ist kein Liner im Küchenbereich, wo du irgendwie vorbeikommst. Wir tauschen mal gerade die Plätze. Ich gehe mal rein, dann zeige ich noch mal gerade hier Doppellängsbetten. Sehr schön. Und das Hubbett. Ich meine, wir stehen hier, machen uns jetzt so lustig drüber. Wir stehen vor einer absoluten Sensation für viele Weinsberg-Kunden, die konnten gar nicht mehr schlafen. Ja, ganz, ganz viele sind ja hier auf die Messe gegangen, haben gesagt, wir müssen uns diesen neuen Weinsberg Pepper angucken. Viele haben geweint, weil sie gesagt haben, der Fiat ist jetzt weg und so. Aber ganz ehrlich, es ist richtig gut. Ich guck mal gerade runter. Also großes Bett, echt riesig. Hier vorne ist der Fernseher dann noch nutzbar aus dem Bett. Und was ich auch cool finde, ist, dass die Heizungssteuerung, dass die auch noch aus dem Bett bedienbar ist. Also die haben wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht hat mal einer nachgedacht, ist dann hier Probe gefahren, hat gesagt, wäre ganz gut, wenn es ein bisschen höher wäre. Ja, dann kann man es aus dem Bett bedienen, aber es ist so. Ja, großes Panoramafenster. Ja, mach nochmal zu bitte, Stefan. Wir müssen leider weiter. Wir zeigen euch noch ganz, ganz viele Modelle. Das ist jetzt ein langer, es gibt ihn noch länger eigentlich? Nee, gibt es nicht länger. Das ist der längste 7 Meter. Genau, ja. Gut, und dann zeigen wir gleich mal Own, wer mal wieder auf die Idee gekommen ist mit den Namen, aber es soll ja auch ganz europäisch sein. Weinsberg wird ja auch nicht nur in Deutschland verkauft. Own Personal Style bei Weinsberg. Persönlichkeit hat drei Buchstaben und da kriegst du ja dann das kraftvolle Exterieurdesign. Du kriegst die dynamischen Lufteinlässe, die markante Frontschürze und die progressive Alufelge. Ich zeig's mal gerade, aber ich find's cool, also es ist wirklich gelungen. Wirklich gelungen. So, wenn man das kaufen möchte, es gibt natürlich in Deutschland nur einen einzelnen Händler, wo es sich lohnt zu kaufen. Das ist Wohnwagen Vogt. Euch gibt es schon wie lange? 60 Jahre gibt es uns. 60 Jahre. Du bist, du bist wahrscheinlich Generation Nummer 3? Ja, das ist die zweite Generation, ja. So, die 3, da werden wir mal sehen, wie es ausgeht. Aber ist wirklich Weinsberg bei euch starke Marke? Absolut, das ist mit unserer stärksten Marken, ja. Ja, wenn Sie noch 100.000 Euro zu viel haben, investieren Sie die sofort in einen Weinsberg Pepper. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.